Hallo und herzlich willkommen, meine liebe YouTube-Gemeinde, zu Let's Build Jagdtiger 1:35 Edition. Ich habe heute mal ein bisschen Zeit und da dachte ich mir, es wird Zeit, den Jagdtiger anzufangen. Das Unboxing ist ja, glaube ich, auch schon über einen Monat draußen und das muss ja schon ein bisschen zeitlich beieinander sein. Schon mal vorweg, dieses Let's Build wird wahrscheinlich auch wieder eine längere Sache geben. Ich weiß jetzt nicht, wie ich die nächsten Wochen und Monate Zeit habe. Heute habe ich es, heute bauen wir mal ein bisschen. Ich weiß selber nicht, wie weit wir kommen werden, wie schnell das geht. Also wir werden uns heute mit der Unterwanne beschäftigen. Dann haben wir die Laufrollen. Auspuff. Ja, das sind eigentlich nicht so viele Teile. Ich denke, wir werden heute gut Strecke machen. Aber gucken wir mal, wo wir am Ende rauskommen. Dann legen wir mal los. Also wir brauchen die Unterwanne. Die habe ich hier. Schön groß. Ich darf es nochmal erwähnen. Dann diese vorderen Teile von dem Antrieb, die habe ich auch schon mal rausgelöst. Diese hinteren Teile, die habe ich auch rausgelöst und da habe ich auch schon das erste Problem. Da gibt es keine Einbuchtung, also die werden hier so reingesteckt, ne? Das ist ja völlig klar, aber wie ist jetzt richtig? So oder so oder so oder ne? Nach der Anleitung her, das Ding steht auf dem Kopf, auf die andere Seite, müsste das so rumkommen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das auch wirklich so rumkommt. Also wenn ich dann nachher das Rad aufstecke und die Kette drum ziehe und das passt nicht, dann sieht das ein bisschen bescheuert aus. Da warte ich dann lieber beim Festkleben noch ein bisschen. Die anderen Teile, jede Menge davon, die Aufhängung liegen hier bei. Also hier haben wir schon mal drei Stück. Die muss ich jetzt alle mal rausmachen. Und hier ist glücklicherweise eine Einbuchtung dran. Also hier seht ihr diesen Kreis hier, der ist da offen und hier ist dann irgendwo das Gegenstück. Hier, so hinterm Schatten. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Die will ich jetzt mal rauslösen und hier dran festkleben, sowie auch das vordere Teil. Das wird ja einfach nur hier so festgemacht. Das ist ja kein Problem. Und hier hinten, das lasse ich lieber erst nochmal ab. Ich habe jetzt die Federstäbe mal alle rausgemacht und das war eine ganz schöne Fisselarbeit. Ich habe die auch ein bisschen abgerundet. Nicht besonders sorgfältig, wie ihr seht, denn wofür? Da sind eh die Räder vor. Ich habe nur gerade oben und unten gemacht, damit das eine schöne Linie gibt. So, also wie gesagt, die haben hier einen Pünüppel und da ist das Gegenstück. Und dann kann man es einfach hier reinsetzen. So, da ist der Punkt. Das machen wir einfach mal. So, beide Seiten sind dran. Und als ich fertig war, habe ich gedacht, ach du Scheiße, irgendwas stimmt hier nicht. Die zeigen nach vorne, die zeigen nach hinten. Guck ich auf den Plan. Ah, da zeigen die auch nach hinten. Ja, die auch. Zeigen die nach vorne? Ich war schon kurz am Hadern, aber dann habe ich nochmal genau geguckt mit den Löchern hier. Oder beziehungsweise da, wo diese Federstäbe eingesetzt waren. Die sind nicht gleich. Also hier ist zum Beispiel da hinten einer, da ist keiner. Und dann fällt mir natürlich, die sind ja eigentlich im Original unten miteinander verbunden, dann sind die immer versetzt ein miteinander. Und es muss also so richtig sein. Es ging ja nicht anders von der Einbuchtung her. Nur, wie gesagt, dass jetzt die einen nach vorne zeigen und die anderen nach hinten, das hat mich dann ein bisschen irritiert. Aber jetzt passt es halt. Ich habe auch einen wieder rausgezogen, extra nochmal geguckt. Passt. Ich hoffe nur, dass sie von der Ausrichtung stimmen. Die Ausbuchtung, die dabei war, war nicht ganz optimal, also da habe ich schon 1:72 ein bisschen was Besseres gesehen. Aber naja, sie sind dran und ich habe es auch nochmal so auf den Boden gedrückt hier. Da müssten sie theoretisch an einer Höhe sein. Das lassen wir jetzt mal trocknen und dann können wir dann später die Räder aufstecken. Es geht weiter mit dem Zahnrad. Hier, schönes großes Teil. Das rauslösen, zusammenkleben, kein Problem. Und die hintere Stützrolle, hier auch aus drei Teilen. Auch kein Problem, alles easy. Und dann haben wir jetzt hier jede Menge Laufrollen. Die sind zwar schön groß, also kann man schön anfassen, nur die sind an vier Punkten überall festgemacht. Also ich muss sie an vier Punkten lösen und dann jetzt hier gerade schneiden, schleifen, dass die auch weiterhin rund bleiben. Und ja, ihr seht ja hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und ich habe von diesem Ast jede Menge, keine Ahnung wie viele das sind. Das Problem ist ja hier, ihr seht ja, die sind immer doppelt und dann kommt da noch eine Reihe drauf. Oh, so, habt ihr gar nicht gesehen. So, da kommt dann noch eine Reihe drauf. Also das wird jetzt ziemlich arbeitsintensiv, schätze ich mal.
So, alle Laufrollen und Zahnräder sind fertig. Und an die Wanne habe ich auch noch dieses Teil angebracht, wo dann das Zahnrad aufgesteckt wird. Jetzt stellt sich die Frage für den nächsten Schritt. Da wird das Ganze zusammengeklebt. Soll ich das so zusammenkleben oder doch lieber erst bemalen? Ich bin mir da noch etwas unsicher. Also wenn die Teile drauf sind. So und so. Und eins hier von da drauf. Optimal kommt man nicht mehr dran. Was könnte auch reichen? Es ist auch ein größerer Maßstab. Vielleicht geht es ja auch so. Also wenn ich mal gucke im Netz, wie alle die Teile zusammenbauen, dann wird oft alles erst zusammengeklebt und dann angemalt. Das bin ich bei 1:72 nicht so gewohnt, weil da mache ich es immer umgekehrt. Also ich male es erst an und klebe es dann dran, weil es einfacher ist. Aber hier hat man auch ein bisschen mehr Platz. Also ich glaube, ich mach's mal. Ich werde alles zuerst zusammenbauen und erst dann anmalen. Gut, dann klebe ich jetzt mal die Laufrollen vorne und vorne, ja, rechts und links an. Alle Laufrollen sind dran. Sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Ich habe jetzt nur vorne die Zahnräder noch abgelassen, weil ich denke, wenn ich die Ketten dran klebe, dann mache ich die jetzt fest, dann kann ich nämlich immer noch so ein bisschen drehen. Das hat sich zumindest bei 1:72 bewährt. Und hinten die Teile, da habe ich jetzt nur diese Aufsteckrolle auf dieses Teil geklemmt, auf die Achse, die hier reinkommt, wo ich jetzt noch nicht genau weiß, wie sie hin muss. Also man sieht ja auch hier, also ich schätze mal, die muss so, dass es nach unten zeigt. Aber ich glaube, das mache ich auch besser erst fest, wenn ich dann die Ketten klebe. Gut, machen wir weiter eine Anleitung. Als nächstes kommt der Auspuff an die Rückwand. Und die haben wir hier, ein sehr schön großes Teil. Da kommen dann noch ein paar Kleinteile dran. Muss ich mal sehen, ob ich die jetzt schon direkt festmache. Der Wagenheber kommt dran. Na, ich glaube, das lasse ich aber erst nochmal ab. Also ich mache den Auspuff dran, die Kleinteile lasse ich ab und klebe das Ganze mal fest. So, der Auspuff ist dran, das Hinterteil. Ich habe dann nur die Halterung vom Wagenheber dran gesetzt. Den Wagenheber habe ich auch zusammengebaut. Schönes kleines Teil, klebe ich aber noch nicht dran. Dann schauen wir mal in die Anleitung. Das haben wir. Und dann geht es an die hintere Tür. Die wird auch so zusammengebaut, das habe ich auch schon mal gemacht. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, das Ganze geschlossen darzustellen. Denn der Innenraum ist nicht besonders gut detailliert, außer dass man die Lafette sieht. Und ja, das müssen wir alles gestalten. Und fürs erste 35er Modell wollte ich das mal jetzt noch nicht machen. Also, hier kann man auch sehen. Ist zwar hier schön, aber hier, das ist alles nicht richtig. Deswegen machen wir erstmal so. Dann brauchen wir das Hauptteil, die obere Wanne. Sieht sehr schön aus, hat auch eine Struktur, gefällt mir gut. Und da wird dann die hintere, was ist das eigentlich, hintere Blende? Sagen wir mal hintere Blende. Hier so reingesetzt. Passt auch sehr gut dran. Also sehr schöne Passgenauigkeit, kein Spalt. Dann kleben wir das jetzt gerade mal. So, schön dran. Sieht auch schön bündig aus, also da muss man nichts spachteln. Sehr schön. Und wenn das jetzt ein bisschen getrocknet ist, könnte man das schon draufsetzen, oder? Ich weiß gar nicht. Na, wir gucken lieber in die Anleitung. Teile sind dran. Und als nächstes, Moment, hier stimmt was nicht. Schritt 15, Schritt 39. Achso, hier. Das fehlt eine Seite. So, Schritt 16. Da kommen noch ein paar Kleinteile dran, hinten an das Teil. Und hier auf das Oberteil kommen auch ein paar Teile. Ich würde sagen, dann kümmere ich mich jetzt erstmal hier um die Kleinteile. Da kommt doch noch hier unten diese Abdeckung vom Motor. Ja, die kommt drauf. Die Lüftungsgitter. Ja, sagen wir mal, ich werde jetzt erstmal diese ganzen Kleinteile noch dran machen, die hier an das Teil kommen. Viele Kleinteile sind dran. Die Klappe habe ich auch schon drin. Und hier waren auch jede Menge Kleinteile. Also guckt euch mal hier diese Haken an. Die sind winzig, also braucht mir keiner mehr zu erzählen, 1:72 wäre zu fisselig. Die hier sind auch nicht viel besser und diese winzigen Haken kommen hier überall, wo diese Ausbuchtungen sind, auch nochmal hin. Also das ist schon ein wenig fisselig, die Arbeit. Und ja, ich muss mal gucken, ich habe jetzt ein bisschen geklebt und mir reicht das fürs erste Mal. Deswegen würde ich sagen, der Baubericht endet fürs erste hier und wir sehen uns im nächsten Teil. Macht's gut, bis dahin, euer Panzerschmied.